Klappe die fünfte. 10. Versuch. Heute bauen wir was Neues. Und zwar wollen wir eine kleine Boulderwand bauen. Im Lockdown können wir gerade nicht mehr klettern gehen. Das ist ein bisschen schade. Wir haben hier schon angefangen, hier soll nochmal ein Schlafzimmer entstehen. Das haben wir schon angefangen mit der Firma Zell. Aber jetzt machen wir erstmal das andere weiter. Und zwar Boulderwand. Heute erstmal die Platten bohren und schrauben, anschrauben, wenn es klappt. Und Jürgen erklärt sich mal, euch mal, wie wir uns das gedacht haben, oder er sich. Das war wieder irgendwie Mathematik, das war wieder schwierig. Ja, und zwar wollen wir ja wir wollen ja die Platten aneinander setzen und das Raster der Steine soll gleichbleibend sein. Also wir wollen beim Übergang von einer zur nächsten Platte soll das Raster sich nicht verschieben. Es soll immer quasi durchgehend sein, dass man den Stein an jeder möglichen Position befestigen kann. Und da mussten wir erstmal lange überlegen, wie wir bei der Plattenbreite von genau 62,5 cm das Raster am besten einteilen. Und da hat sich jetzt nach mehreren Versuchen herausgestellt, dass 10,5 cm am besten ist. Und da wollen wir mal gucken, ob wir das so damit arbeiten können. So, was ich euch vorhin erklärt habe, müsst ihr leider nochmal vergessen. Ich habe das gerade nochmal überdacht und es muss so sein. Also, der Rasterabstand von einem Stein zum nächsten, so wie wir es hier angezeichnet haben, ist in diese Richtung, also in Längsrichtung 22,7 und in diese Richtung 21,0. Und am Rand der Platte müssen wir jeweils die Hälfte haben. Das heißt, nach unten die Hälfte von 21,0 wären 10,5 und in die Richtung die Hälfte von 22,7, das wäre 11,35. Und das hat den Sinn, da die nächste Platte, die jetzt hier dran kommt und auch hier dran kommt, wird ja jeweils zum Rand wieder denselben Abstand haben. Also hier wieder 10,5 und hier wieder 11,35. Und das wird dann wieder zum ursprünglichen Rasterabstand von 22,7 und 21,0 führen in alle Richtungen. Und so haben wir dann ein gleichbleibendes Raster. So, hier haben wir uns mal so eine Art Lineal zurechtgemacht, das schon an den entsprechenden Stellen Markierung hat hier. Und das können wir jetzt mal so durchziehen für die Platten. Oder wir machen uns erstmal eine Musterplatte und bohren dann alle anderen gleichzeitig mit durch. Genau. Ja, passt genau nicht. Der 10er Bohrer passt genau nicht mit diesen Hülsen. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir machen. Ob ich noch ein... Was ist das? 11er finde? So, neuer Schrauber, neuer Bohrer. Neuer Versuch. Jetzt ein 12er Schrauber und... Es passt. Allerdings werden die von der anderen Seite eingeschlagen. Also die werden von der Hinterseite eingeschlagen und die Schraube zieht sich dann aber auch noch ein Stück ran dann. Erstmal bohren. Nice. 2000 Mal. So, erste Platte ist fertig. Und ich habe da jetzt schon mal eine zweite Platte drunter gelegt, denn die kann man jetzt ja so ganz gut als Bohrschabon nehmen eigentlich und dann weitere Platten damit bohren, ohne jedes Mal neu anzeichnen zu müssen. Der Chef ist gerade nicht da. Aber ich denke, das ist okay, wenn ich schon mal weitermache. Da kommt er ja. Na, fertig gemacht? Ja, ich habe jetzt schon mal die erste Platte drunter gelegt und die Löcher durchgebohrt. Hast du das nicht festgeklemmt vorher? Nö. Muss ja keine Uhr werden. Aber guck mal, siehst du das hier? Das ist schon ein bisschen Versatz. Ja, gut, das ist eine Kletterwand. Ne? Ja, das ist. Was sagt ihr? Ist genau genug oder? Schreibt es in die Kommentare. Philipp ist ein, sieht oder doch perfekt aus. Julian fuscht. Das sieht doch schon wirklich aus wie eine Kletterwand. Es sieht schon geil aus, muss ich auch sagen. Sollen wir mal, ist das jetzt unser Muster hier, ne? Ja, nach 10 Mal bohren ist es wahrscheinlich ausgenudelt. Wir können ja auch das 3-mal nehmen. Hast du die 2 auch nochmal gebohrt, die ich hier mit 10 hatte? Ja. Und, war das schön? Ja, ein bisschen ausgerissen, aber müsste reichen. Wir hätten auch einen Forstner nehmen können, aber da habe ich nur einen 15er. Passt ja so. Aber jetzt gibt's erstmal Essen? Mittag, Pizza. Nice. Platten sind alle fertig. Pille baut schon mal das Licht um. Und da geht's gleich weiter. Jetzt haben wir hier schon ein bisschen vorbereitet. Hier sind dünne Streifen drauf. Das soll die Folie schonen. Dass sie nicht ausreißen. Jetzt wollen wir Dachlatten anbringen. Und zwar sind das hier 80 mm Torx-Schrauben, Torx ist das Beste, die halten dann die Dachlatten. Das will ich eigentlich nur machen, damit das ein bisschen Abstand hat, die USB-Platte.
zu der Folie, weil bei manchen Griffen vom Bouldern werden noch normale Schrauben reingedreht, die gehen dann nicht in das Gewinde. Und wenn die mal ein bisschen durchpieksen, kommen die nicht gleich hier in die Folie. Genau, und die Platten sollen später quasi auf die, ich sag quasi hier so auf die Dachlatte kommen. Hier soll die Platte drauf, aber in jedem Sparren soll die Platte noch zusätzlich fixiert werden mit diesen längeren Schrauben. Dass sie quasi nicht nur in den dünnen Latten halten mit kleinen Schrauben, sondern auch mit großen Schrauben hier richtig in die Sparren. Dann hoffen wir mal, dass das hält, ne? Wie lang sind die Schrauben? 80 mm. Die nehmen wir dafür? Ja. Meinst du, die lang genug? Ja. Die sind ja dann quasi, das ist jetzt der 2,4. Und was auch entscheidend ist, ist vielleicht die Kopfdicke. Weil die Platten sind ja jetzt eher so ein bisschen bröselig. Ja. Aber es wird wahrscheinlich gehen. Ja, ich habe sonst noch andere, noch dickere. Müssen wir schauen, wir probieren uns erstmal ein bisschen durch. Ich denke mal, wir machen pro Seite, pro Platte 3 Schrauben. Also pro Sparren. Wird schon gehen. Okay. Also der Abstand dieser Latten ist jetzt genau so gemessen worden, dass eine in der Mitte ist und nicht auf diese Löcher hier kommt. Also wenn wir hier eine Schraube reindrehen, dass die nicht auf die Latte kommt, sondern genau daran vorbeigeht. Und ja. Dann ist noch aufgefallen, bei der Platte, die nachher Richtung Wand ist, also hier, da muss natürlich diese Nut hier vorher ab. Sonst wäre das ja furcht, ne? Da ist jetzt Philipp gerade dabei, da mal fachmännisch mit der Führungsschienenkreissäge da die Nut abzusägen. So, für alle, die sich jetzt fragen, was haben die da gerade gemacht? Das Problem ist, dass hier einfach nichts gerade ist. Also nichts ist rechtwinklig. Also die, wie man sieht, ist hier ein Schlitz zwischen Platte und Wand. Der muss aber so sein, sonst stimmt hier der Abstand vom Boden zur Platte auf beiden Seiten nicht. Also ja, und da wir hier den Abstand der oberen Latte zum Boden gemessen haben, nicht zum Boden, aber zu der unteren Konstruktion hier, die auch hier nicht ganz gerade ist, ist das ja alles so ein bisschen, ja, am besten irgendwie den Mittelweg finden, ne? Aber sich am besten nicht straight nach einer Kante richten. Sonst wird das nichts. Also Tag 2, Kletterwand. Ha, willkommen hierher. Siehst du dich? Naja, auf jeden Fall. Dieser kleine Schlitz, ne? Denkt man sich, ach, geht schon klar. Aber wenn wir die nächsten Platten drauf machen, das mal bündig schon, wird dieser kleine Schlitz quasi immer größer. Der hat sich jetzt hier oben schon verdreifacht. Und das heißt dann, dass später, dass diese Löcher, die wir gebohrt haben, nicht mehr mit den unteren Löchern fluchten. Also fangen wir nochmal von vorne an, nehmen das untere Brett ab und richten das nochmal vernünftig aus mit einer Wasserwaage. Und hoffentlich wird das jetzt vernünftig. Wir haben es jetzt schon korrigiert, aber jetzt wird es richtig gut. Was man vielleicht auch sagen könnte, ist, dass wir es jetzt zum Boden ausgerichtet haben. Also der Abstand hier zum Boden ist ungefähr gleich wie am anderen Ende zum Boden. Und ja, man kann es nur nach einer Sache ausrichten, entweder nach dem Boden oder nach der Wand, weil hier ist anscheinend kein rechter Winkel zwischen Wand und Boden. Hashtag Altbau. Ich habe hier nochmal eben was geschnibbelt. Und zwar sind das so Stücken, die jetzt hier zwischenkommen. Weil wenn wir die langen Schrauben reinmachen, das habe ich hier gerade gemerkt, dann zieht sich die Platte hier rein und wenn da nichts dahinter ist, dann biegt sie sich da durch. Und das ist blöd, weil dann die Platte sich verzieht. Deswegen machen wir überall noch so Plätzchen zwischen, dass sich quasi ein Anschlag hat.
Au! So, Schreinerei Schulte setzt die letzte Platte ein. Hier stößt die oben, stößt dagegen, irgendwie so ein bisschen. Ja, aber er geht ja noch ein bisschen rein, oder? Oder ist das die Folie? Ich glaube, fast ist die Folie. Kannst du nicht von der anderen Seite das unten noch reinschieben da? Dann kommt er ja noch ein Stück runter wieder. Ja. Nein! Was nein? Nein! Einschlaghülse vergessen. Ja, okay, nochmal raus. Ey, das ist uns so oft passiert. Das sieht man jetzt im Video vielleicht nicht, aber das ist öfter mal passiert. Und gerade bei dem Stück, bei dem es am schwersten reingeht. Ja, geil. Ja, es kann sein, dass wir es gar nicht mal richtig rauskriegen. Aber wir machen keine Einschlaghülse, das merkt vielleicht keiner. Ja, stimmt, wir tricksen alle aus. Wir bauen eine Kletterwand, ohne dass wir sie nutzen können. Scheiße. Die hält Bogen fest. Na doch, die geht raus. Wahrscheinlich bricht gleich die Feder ab. Ne, die sitzt unten auf. Jetzt. Oh. Da hat es oben noch gefangen. Wieder. Der laute Ton ist bei uns gang und gäbe. Das ist gewesen, jetzt die Einschlaghülsen auf der falschen Seite wären. So, erste Hälfte ist fertig. Bis auf unten. Ich finde jetzt schon die Finger richtig weh. Der Rempel. Außer habe ich keine Boulderschuhe. Ey, wie soll ich da denn hochkommen? Das geht nicht. Von dem zu dem. Das ist auch zu hart. Es ist noch zu hart. Ja. Okay, warte, ich versuche den Anfang nochmal kurz. Nur für euch. Ich finde die Finger schon richtig weh. Wenn ihr das schafft, abonniert ihr alle den Kanal. Verhaus nicht. Wir können es nicht erlauben, dass Leute jetzt hier die deabonnieren. Ah, er hat es. Er hat es gehabt. Er ist hochgekommen soweit. Das reicht. Ja,